Für Kinder ist es wichtig und gesund, sich regelmäßig und ausgiebig im Freien zu bewegen. Mindestens eine Stunde täglich, so die Empfehlung. Die Sonne auf unserer Haut ist zur Bildung von Vitamin D nötig, einerseits. Andererseits führt zu viel Sonne auf ungeschützte Haut zu Sonnenbrand und erhöht dadurch das Hautkrebsrisiko. Wie meistern wir diesen Spagat? Wie gehen wir am besten mit der Sonne um? Wie halten wir das Hautkrebsrisiko niedrig und was bedeutet richtiger Sonnenschutz? Dazu in diesem Video gleich mehr. Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt. Wie so oft müssen wir einen Mittelweg finden, auch im Umgang mit der Sonne, um sowohl zu einer ausreichenden Vitamin-D-Versorgung zu kommen, als auch möglichst keinen Sonnenbrand als Auslöser für Hautkrebs zu bekommen. Übrigens, wenn Sie mein Video gut finden, dann drücken Sie auf Daumen hoch, so wird dieses Video auch anderen angeboten. Und wenn Sie meinen Kanal abonnieren, erfahren Sie immer automatisch, wann ein neues Video von mir erscheint. Vitamin D ist ein lebenswichtiges Vitamin, welches wir über die Nahrung nur in geringer Menge aufnehmen können. Von großer Bedeutung ist daher die Bildung von Vitamin D durch unsere Haut unter dem Einfluss vom UV-Licht der Sonne. Das bedeutet ganz konkret, wir müssen zulassen, dass Sonne auf unsere Haut kommt und gleichzeitig einen Sonnenbrand vermeiden. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt deshalb, 2 bis 3 Mal pro Woche Gesicht, Hände und Arme für kurze Zeit ohne Sonnenschutz der Sonne auszusetzen. Gleichzeitig ist es genauso wichtig, ein möglichst niedriges Hautkrebsrisiko zu haben. Das heißt also, so wenig Sonnenbrände im Leben zu bekommen wie möglich, da sie sich summieren. Je mehr wir davon im Laufe unseres Lebens als Baby, Kind und Erwachsene bekommen, umso höher steigt das Hautkrebsrisiko. Insofern ist also Sonnenschutz ein genauso wichtiges Thema. Die extremste und damit die für den Sonnenbrand gefährlichste Sonne scheint in der Mittagszeit. Es ist also sinnvoll, die Mittagssonne zwischen 11 und 15 Uhr vor allem in der Sommerzeit und natürlich besonders im Süden zu meiden und sich in dieser Zeit hauptsächlich im Schatten aufzuhalten. Das ist schon mal ein ganz guter Sonnenschutz. Wir haben mit dem braunen Pigment einen natürlichen Sonnenschutz in unserer Haut. Dieses Pigment entsteht, wenn UV-Licht auf unsere Haut scheint. Entsprechend sehe ich im Frühjahr und Frühsommer die häufigsten Sonnenbrandfälle. Warum? Die Haut hat den Winter über kein eigenes Pigment bilden können. Und die Kraft der Frühjahrssonne wird total unterschätzt. Anders gesagt, die Haut ist noch nicht gebräunt und damit ist der körpereigene Schutz gegenüber der Sonne entsprechend gar nicht richtig vorhanden. Und deshalb braucht es unbedingt weitere Sonnenschutzmaßnahmen. Zum Beispiel das Tragen eines Hutes mit einer breiten Krempe, sodass das Gesicht weitgehend im Schatten ist. Natürlich schützt das Tragen von Kleidung und der Aufenthalt im Schatten vor Sonnenbrand. Es ist auch wichtig zu wissen, dass, solange wir uns in der Sonne bewegen, ein Sonnenbrand nicht so schnell auftritt. Wenn wir aber zum Beispiel schlafend in der Sonne liegen und uns nicht bewegen und die Sonne über längere Zeit immer die gleiche Hautpartien bescheinen kann, ist die Gefahr eines Sonnenbrandes viel größer. Die Eigenschutzzeit der Kinderhaut beträgt je nach Hauttyp ca. 5 bis 10 Minuten in der prallen Sonne. Das ist nicht viel und deshalb sind Sonnenschutzmittel meist unverzichtbar, um die Haut vor Sonnenbrand zu schützen. Verwenden Sie nur speziell für Kinder geeignete Sonnenschutzmittel. Es gibt sie als Creme oder Gel. Welches für Ihr Kind das besser verträgliche ist, müssen Sie selbst austesten. Das Sonnenmittel sollte UVA- und UVB-Strahlen blocken, mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 30. Übrigens, Faktor 30 bedeutet, dass man sich damit ohne Sonnenbrandgefahr 30 Mal länger an der Sonne aufhalten kann. Also statt 5 Minuten 150 Minuten. Das sind dann 2,5 Stunden. Ich persönlich bin kein Freund von noch höheren Faktoren, da sonst kaum mehr ein Reiz zur Bildung des braunen Pigments als natürlichstem Sonnenschutz ausgeübt wird.
cremen Sie alle unbedeckten Körperstellen, idealerweise schon vor dem nach draußen gehen, sorgfältig ein. Achten Sie darauf, dass ausreichend Sonnenschutzmittel aufgetragen wird, da andernfalls der Lichtschutzfaktor nicht wirksam ist. Cremen Sie die Haut bei längerem Aufenthalt im Freien und nach längerem Baden im Wasser wiederholt ein. Bitte beachten Sie, im ersten Lebensjahr sollte ein Kind gar keiner direkten Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein. Und auch Sonnenschutzmittel sollten im ersten Lebensjahr möglichst nicht verwendet werden, da sie die empfindliche Babyhaut unnötig belasten. Ich fasse also nochmal zusammen. Wir brauchen die Sonne auf unserer Haut und wir müssen uns gleichzeitig vor dem Sonnenbrand schützen. Durch das Vermeiden der extremen Sonnenbestrahlung um die Mittagszeit, durch das Tragen eines breitkrempigen Hutes und durch Sonnenschutzmittel mit mindestens Faktor 30.